Hallo liebe Freunde und liebe Reisebegeisterte, hier zurück hier bei Airline Tycoon Deluxe, hier in meinem kleinen Flughafen, den wir nach und nach aber langsam zu unserem großen Flughafen machen, weil wir feststellen, dass wir relativ geil sind. Und das ist ja okay, das ist voll okay. So, was wir noch haben, wir müssen nochmal zum Kiosk gehen. Einzigen Gegner, den wir jetzt noch haben, das ist halt nun mal, Tina Cortez, weil Ziggy Sorglos ist schon weg. Oh, guck mal her. Ich habe noch nie gesehen, dass er das hier freiräumt. Ah, jetzt geht er los. Okay. Genau. Wie war das jetzt hier mit den Flugzeugen? Die waren ziemlich gut ausgelastet, glaube ich. Ne? Das ist die Pauli. Genau, die macht jetzt unsere Routen hier. Genau wie die Kati eigentlich, aber die ist gerade schlecht drauf. Genau, die kennt man ja. Meine Frau heißt nämlich Kati, die ist auch häufiger schlecht drauf. Meine Frau heißt Kati und mein Hund heißt Pauli. Deswegen haben beide jetzt hier ihre Flugzeuge drin. Und weil halt Anaheim und das andere Flugzeug, das wir gekauft hatten, habe ich vergessen, wie es vorher hieß. Auf jeden Fall haben wir das auch umbenannt und deswegen heißen die jetzt beide Flugzeuge jetzt so. Okay, hier ist das Problem. Ja, genau. Die musste von Frankfurt noch fliegen. Schon wieder Flugblätter, alles ist doch furchtbar. Achtung, Sicherheitshinweis. Also, ich muss mal gucken, ob ich nicht etwas mehr an Sicherheit einbringe hier bei uns. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir noch haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, mit Sicherheit. Aber das wissen Sie nicht von mir, okay? Okay, schönes Büro, was kann ich denn? Ich hätte gerne etwas mehr Sicherheit. Okay, und zwar Kosten. Wir haben gar nichts. Okay. Bank überwachen? Route überwachen? Verwaltung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das wird teuer. 960.000 pro Tag. Kann ich mir das leisten? Boah, das ist schon viel Kohle. Wie viel machen wir denn Kohle pro jeden Tag? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich mach's trotzdem mal. Boah, die kriegen wir 1 Million. Bodyguard-Rabatt. Achso, da haben wir einen Rabatt abgezogen bekommen. Okay. Ah, das ist schon viel, was wir dann an... genau... Aber wir müssen es vielleicht auch machen. Kann natürlich auch sein. Ups. Gute Frage. Ihr hört auch schon, dass ich mittlerweile Musik im Hintergrund habe. Da habe ich ein bisschen getrickst. Ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht. Ich habe mir den ganzen Soundtrack von Airline Tycoon, ich glaube Airline Tycoon an sich, laufen lassen. Die Musik. Habe dann nebenbei mein Tool aufgenommen, mit dem ich dann quasi hier den Screen-Aufnahme mache, hat das ganze Video dann in eine Tonspur dann exportiert in meinem Schnittprogramm und habe das Ganze dann jetzt quasi parallel laufen zum eigentlichen Spiel. Das heißt, den Ton hier in-game ist weiterhin aus, aber man hört es quasi im Hintergrund trotzdem, die Musik. Das finde ich ganz schön. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Freistätten noch hier wegkriege. Hier rumstehen, das kostet uns alles nur Geld. Bangkok. Eieieiei. Vielleicht kriegen wir die aus Berlin. Was machen wir nochmal hier diesen? Nützt ja alles nichts. So, wann kriegen wir die wieder aus Frankfurt? Vielleicht morgen oder aus Berlin. Vielleicht heute noch irgendwie wieder weg. Gucken wir mal. Ja, jetzt die ganzen Flugblätter. Obwohl, die Freistätte wollte ich eh loswerden, ne? Ich glaube, die wollte ich eh loswerden. Ja, okay. Ich glaube, da war was. So, Brüssel, Berlin bis Mittwoch. Hallo? Geh weg. Brüssel, Berlin, ja, ist okay. Antananarivo ist zu weit. Ach, ey. Haben kein Flugzeug, was so viele transportieren kann und die Entfernung schafft. Okay, dann lass es doch einfach weg. Meine Auflistung, verdammt nochmal. Berlin. Ja. Okay, okay, das ist aber nicht schlecht. Berlin-Dakar. Boah, das ist zu weit, Berlin-Punta Cana. Samstag, 60... Na, ah, die schafft nicht so viel. Was habe ich denn jetzt hier genommen? 1, 2, 3, 4... Muss ich die noch woanders unterbringen? Na komm. Wie viel bringt mir das denn? Oh, oh, ja. Oh ja. Und dann noch mal kurz gucken. Warte mal, da muss ich das ja noch irgendwo unterbringen können. Hier, die ist auch noch so lame. So, oh. Nee, warte, machen wir anders. Hallo? So. Setzen wir das da rein.
Und auch nochmal da rein. Oha. Ja gut, okay. Dann haben wir es aber drin. Oft müssen wir da fliegen, aber wir kriegen pro Flug gar nicht wenig. Sogar beim letzten Mal kriegen wir noch 11.000, weil wenn ich das hier bedenke, das wird auch nicht viel mehr geben. Ja, alles klar, dann haben wir die auf jeden Fall. Oh, überall Flugblätter. Hoffentlich kriegt sie jetzt mal ordentlich eine gesemmelt von der Flughafenübersicht. Der Typ, dessen Namen ich mal vergesse. So, die Kati hat Pause und der Pauli, der fliegt. Oh, 192.000. Ja, wir kriegen schon viel Kohle, das ist schon gut. Wir haben natürlich jetzt an Sicherheit investiert. Das könnte vielleicht dazu führen, dass wir nicht mehr ganz so rentabel sind. Trotz alledem glaube ich, dass das der richtige Weg ist, wenn wir uns da so ein bisschen vorschützen. Ne? So, was haben wir hier noch? Perth. Jawohl, Perth. Das will ich haben, deswegen speichere ich nochmal kurz ab. Ich glaube, was ich auch machen könnte zusätzlich, ist hier so ein bisschen an Kerosin einkaufen, aber ich glaube, also sehen wir den Kerosinpreis, 567 pro Barrel, das ist wieder runtergegangen. Ich weiß nicht, was können Sie für mich tun? Wie sieht es auf dem Kerosinmarkt aus? Das extra gute Kerosin mit Mega Ultra kostet etwas mehr. Mega Ultra. Erzählen Sie. Ich habe Tanks in allen Formen, Farben und Größen. Da können wir natürlich auch noch ein bisschen mal investieren. Wie viel haben wir hier? 100.000 Liter? 100.000 Liter Tank, ja, für 60.000. Das wird halt, je mehr man nimmt, deswegen wird es günstiger. Ich nehme den mit gerne. Wie viel möchten Sie? Ach so, okay. 10 Stück gleich 600.000, ja. Es ist eine Freude mit Ihnen. Okay, Kerosinmarkt. So, ich will das normale Kerosin. Warte mal, wie war das nochmal? Wie sieht das extra gute Kerosin mit Mega Ultra kostet etwas. Warte mal. Wir beliefern sie auch mit Kerosin und Lager. Okay, jetzt dann nehmen wir mal. In allen. Nein! Oh, ich bin etwas. Erzähl. Nein! Was mache ich denn? Wie? So. Ich will das normale. Ich will gerne. Wie viel möchten Sie? Tankvolumen 1100 Barrel. Hallo? Kaufen. Macht wie viel? Ja. Was kann ich sonst noch? Ich glaube, das ist mal ganz gut, wenn wir das auch mal machen. So, jetzt gehen wir nochmal da oben hin. Oh, da ist sie hingegangen. Oh, wir kriegen noch sogar noch Rabatt. Ja, stimmt. Wir kriegen ja noch 10 oder 9% Rabatt von unserem Freund hier, die Prinzessin. Die regelt das. So, ganz schnell. Perth, da sind wir immer noch. Das war knapp, Leute. Ja, und jetzt machen wir auf jeden Fall mal hier. Ihr seht schon, sie bereichert sich an unserem, unserer Fluglinie. Dadurch kriegt sie immer mehr und mehr das positives Image. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen gucken wir mal, ob der Herr, den ich vergessen habe, wie er heißt, Flughafenleitung Urik, ob der jetzt endlich mal gegen Sunshine Airways vorgeht. Guten Morgen zusammen. Leider gibt es Unerfreuliches zu berichten. Es hat einen Sabotageunfall bei Phoenix Travel. Ja, wer war es wohl? Flugblätter in fremden Flugzeugen. Da schmückt sich jemand mit fremden Federn. Die Sabotage nimmt hier allmählich Überhand. Aber ich habe eine Ahnung, wer dahinter steckt. Und wenn ich Beweise habe, dann kann derjenige sich warm anziehen. Wir sind zwei Leute. Zwei. Zum nächsten Punkt. Wer soll's gewesen sein? Beginnen wir mit Sunshine Airways. Alles normal. Ärgerlich. Normal bedeutet Durchschnitt. Sie können es sicher besser. Ihre Flugzeuge sind in einem als nächstes zu Phoenix Travel. Ihre Flugzeuge sind in einem brauchbaren Zustand. Brauchbar. Das sollte noch besser gehen. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Dann wär's das. Na gut. Dann mal ganz schnell rüber. Hauptsache, wir besetzen mal das Last-Minute-Büro. Oh, wow. Da war sie aber vor mir dran. Bist du dann gebummelt? Ja, das ist zu weit. Das schaffe ich nicht. Ah, ist jetzt gut. Holt sich die guten Frachtaufträge. Das ist ärgerlich. Ankara, Johannesburg. Oh, Atlanta, München. Wir sollten mal so einen fetten mal nehmen. Pass auf. Speichern mal ab und guck, ob wir den jetzt irgendwo unterkriegen hier. Den fetten. Ja. Atlanta. Warte mal, von Rio. Atlanta. Zack. Kriegen wir 1,6, ja. Und dann können wir die zweiten noch einsetzen. Können wir die Karte wieder nicht einsetzen, oder was? Aber die Anaheim.
Oh. Okay. Haben wir noch etwas? Ja, da müssen wir die Heilbronn nochmal einsetzen. Ja, die macht natürlich jetzt Minus, weil die den Rest fliegen muss. Aber wir haben kein anderes Flugzeug, was die Distanz schafft. Aber wir kriegen, und wenn wir das mal so bedenken, wir kriegen hier 1 Million. Und wenn wir das mit der, nee, nicht die Karte, wenn der Pauli da noch fliegt. Ja, dann kriegen wir auch nochmal 1 Million. München, Rio de Janeiro, das wäre auch nochmal so ein Flug. Den könnte man auch nochmal in Angriff nehmen gerade. Oh, warte mal. Wir stehen ja noch hier drin. Boah. Zufälligerweise München dabei? Nein. Frankfurt, Wien. Wie viel? 15 am Samstag. Schafft die Freistadt das? Am Samstag zu fliegen? Ja, würde sie schaffen. Dann machen wir das doch mal. Am Samstag. Zack. So. Ja, Wien-Frankfurt am Samstag. Also auch wieder zurück. Aber der ist es nur keine Vertragsstrafe. So geil ist der Auftrag auch nicht. Ja. Frankfurt-Barcelona am Samstag. Schaffen wir auch noch. Boah. Soll halt auch zweimal fliegen. Oh, dreimal fliegen. Ja. Nein. Frankfurt-Barcelona. So. Und dann können wir die ja wieder einsetzen. Na gut, dann haben wir das doch. Das ist, wenn man so übermütig wird hier. So, mal kurz speichern. Nicht, dass ich irgendwie doch einen Fehler gemacht habe. Oder noch einen Fehler mache. Die würde ich auch gerne unterkriegen, ne? Oh, aber 8000. Hier, das ist auch gut. Bis Dienstag hast du mal ein bisschen Zeit. Da können wir ein paar einsetzen. Aber auch hier Ankara wieder. Ja. Hier die Kati, zack. Fettkohle! Obwohl die nicht so gut drauf ist, ne? Könnten die auch mal hier hinsetzen. So. Oder? Ganz ins Ende. Lass mir die so lange noch ein bisschen erholen. Wie viel hat die denn? 47. Ja, die Heilbronn ist schlechter dran. Aber die schafft die Distanz nicht, die Heilbronn, ne? Oh. Kompliziert hier, kompliziert. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt mal wieder Fettkohle. Das ist gut, Kopenhagen. Ich muss hier raus. Oh, Leute. So, schnell hier rein, noch ein Flugzeug holen. Ob mir da noch ein gutes dabei ist. Na, schon wieder die Anaheim. Ihr seht, 290, aber das ist sehr gut im Zustand. Ah. Warum machen die das mit mir? Na gut, ach, was soll's. Also. So, langsam wird es ein bisschen knapp hier. Also erstmal ins Büro. Wir machen das ganze Spiel natürlich ein bisschen weiter. Wie gesagt, auch wo die Routen eingeteilt sind, da können wir auch lockerflockig sagen, so hier, ist mal gut hier. Wie heißt die jetzt, sind das neue? Schon wieder Anaheim. Das geht nicht. Das geht beim besten Willen nicht. Flugzeug umbenennen. Komm, was soll's. Eigenlob stinkt. So. 290, 9940. Na, weil wir müssen die ja noch ummodeln. Die Dominik. Da ist er doch. Dup, 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 dup. Einmal das und dann einmal noch hier. Oh, neue Aktien. Bettina Cortez, das ist gut. So, trotzdem schnell. Einmal Personal holen. Gucken, was bei den Beratern noch schnell gibt. Auftragsanalyst. Fitnesstrainer haben wir auch einen besseren schon. Zwei Piloten brauchen wir. Keine Ahnung. Ah, Durchschnitt, dann machen wir den noch hier. Dann haben wir die auch. Dann Flugpersonal. Mäßig. Hochbegabt. Oh, ist recht talentiert. Überdurchschnitt. Keine Ahnung. Also viel geile werden es nicht kommen. Oh. Nehmen wir die. Oh. Sie beschäftigen jetzt einen Flugbegleiter, die kein Flugzeug haben. Hab schon zu viel eingegriffen. Ach, ich brauche nur weniger. Okay, eine wieder rausschmeißen. Dann nehmen wir eine, die vielleicht nicht so zufrieden ist. Hier 78, was ist mit der? Aber die ist hochbegabt. Geht nicht. Haben wir noch eine, die nicht zufrieden ist? Ja, mittlerweile ein bisschen viel. Also denen, die nicht zufrieden sind, sondern die eingestellt haben.
recht talentiert. Komm, raus damit. So, da haben wir es doch. Alles klar, dann könnten wir mal schauen. Genau, wir könnten von der Karte die Sachen wegnehmen. Zack, zack. Ich habe das nämlich ganz gerne immer schon rechtzeitig abgefrühstückt. So, wo ist hier Dominik? Da. Zack, zack, zack. Die muss halt dreimal fliegen, aber dafür, ja, 16.000 ist recht günstig in der, im Verbrauch. So, jetzt schnell in die Bank noch ein paar Aktien holen. Es ist ein bisschen, es artet gerade so ein bisschen Stress aus. Gefällt mir gar nicht. Aber, wie das so ist, ne? Wir wollen ja Aktien kaufen. 8.490 ist jetzt auch nicht so die Welt. Dann, zack. Kann ich jetzt meinen Aktienrecht Gebrauch machen? Immer noch 29. Ach Mann, wir müssen unbedingt mehr Aktien kriegen von ihr. Wir bleiben aber gerade ein bisschen bei 29% hängen. Ich weiß nicht wieso. Die gibt Aktien aus und dann hole ich mir die. Und schon ist es wieder nur bei 29%. Naja, wie dem auch sei. Gut. Freistädt. Ja, nee, ist nicht leer. Das lügt. Das Programm, das lügt. Das haben wir schon festgestellt. Das ist ein Fehler. So, die Dominik fliegt gleich. Die fliegt. Die Freistädt fliegt. Ja, die Freistädt könnte von Berlin noch wegfliegen morgen. Gucken wir mal, ob wir da was kriegen. Berlin. Morgen aus Berlin. Ja, das kann wieder nur so. Ja, das ist. Also, ich möchte das Flugzeug, die Freistädt, gerne loswerden. Das ist leider. Ja, wie soll ich sagen? Ja, Samstag ist auch schlecht. Freitag. Prämie ist sehr gut, aber da muss die. Boah. Kurz Kopf rechnen. Fünfmal fliegen. Ich hoffe trotzdem mal speichern, ob das geht. Berlin-Riad. So, dann machen wir mal auf hier. Ich glaube, das wird nichts, aber ich nehme trotzdem mal. Ach, geht ja gar nicht vom. Ja, ich merke es gerade schon. Die Entfernung schafft sie ja wieder nicht. Das ist ja echt ein Problem. Naja, gut. Ja, das meine ich, das kannst du dann vergessen. Ich bin auch manchmal so voll, das irgendwie durchzugucken. So, nochmal gerade schauen. Chicago, interessant. Nee, ich möchte gerne auf jeden Fall die Freistädt loswerden, weil die ist von der Distanz einfach katastrophal und 168. Ihr seht schon, wir kriegen viel geilere Flugzeuge. Ich weiß auch, dass das immer bei 100% bleiben wird, weil das einfach ein Standardflugzeug ist, was wir von Anfang an haben. Achso. Das ist ja interessant. Na gut, dann gehen wir am Ende nochmal hin und holen uns das dann erst. Ja. 8.083 von der Entfernung. Was kann die Dominik hier auch fliegen? Wann ist das? Samstag. Ja, klar. Pass auf, dann holen wir das ja weg. Dann kriegt das die. Dann kriegt das die Dominik. So. Aber das bringt nichts, wenn ich so mache, ne? Nee, das muss so rum machen. Ja, und damit hätten wir das auch nochmal. Kriegen wir auch nochmal eine Million, da können wir auf die 137.000, also fast verzichten. Kriegen wir fast eine Million allein durch den Flug Atlanta, durch München, nach München. Das ist okay. Das können wir machen. Was wollte ich? Ich habe ein Virus. Achtung, Antivirus. Ich dachte schon. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Antivirus. Also die Heilbronn muss heilen, die Freistädt muss weichen bald. Die sollte ich dann auch nicht mehr zupöllen mit irgendwas. So, dann gucken wir nochmal bei den Routen, wo wir gerade hier stehen, wie die Routenauslastung gerade ist. 100, 1% ist recht neu, 34 und da sind wir noch bei 0. Rio, wer hat denn die Route Rio? Hier, New York, Rio, okay. Bringt auf jeden Fall Kohle ein. Oh, guck mal, 329.000 für einen Linienflug. Das ist nice. Das ist richtig gut. Und Passagiere 238, also volle Kanne ausgefüllt, das Flugzeug. Also es fliegt nicht leer. Hier ist noch ein bisschen weniger Passagiere. Das ist wahrscheinlich die Hauptzeit, wo geflogen wird. Also von 8 oder 9 Uhr, 9, 10, 11, 12, ja, 9 Uhr bis 21 Uhr der Flug. Der ist wahrscheinlich der beliebteste. Da muss man auch ein bisschen gucken, ob das von der Zeit her so passt. Ja,
Cool, machen wir auf jeden Fall alles in der nächsten Folge. Diese Folge ist leider vorbei. Ich danke dir fürs Zuschauen. Falls es dir gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts verpassen möchtest, empfehle ich dir, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann bekommst du nämlich sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir weiterhin guten Flug.